Hi und Servus zu einem neuen Video. Wie der Titel schon suggeriert, was richtig cool ist für die AK-Plattform. Die Jungs von A-Precision haben sich mal wieder Gedanken gemacht, was man der AK denn Gutes tun könnte. Ihr kennt mein mittlerweile doch recht bekanntes Video zum ersten A-Grip, dem Griff von Alpha Precision. Dieser Griff erweitert bestehende AR-15 Magpul-Magazine, also die P-Mags, fürs Kaliber 223 respektive 5,56x45 NATO. Wir haben nun alle das gleiche Problem mit unseren 10-Schuss-Magazinen. Ist ein Trauerspiel. Wir können die Waffe nicht mehr schön manipulieren, wir können sie nicht schön entladen und beladen und wir können die Magazine auch nicht richtig schön verstauen. Soll also heißen, auch für sportliche Sachen oder dynamische Sachen in der Chest Rig, im Battle Belt oder in irgendeiner Mag Pouch. Die Dinger verschwinden aufgrund ihrer kurzen Länge fast komplett in der Tasche und ihr könnt die Dinger einfach nicht mehr schnell ziehen. Was meine ich damit? So sieht das Trauerspiel an der AK aus. Jetzt hat die AK aber noch einen entscheidenden Nachteil gegenüber der AR-15. Bei der müsst ihr einen ganz anderen Handgriff machen, beim Nachladen und beim Laden der Waffe. Und dort spielt die kurze Länge des Magazins noch deutlich gravierender eine Rolle, als es bei der AR-15 der Fall ist. Die Magpul-Magazine, diese sind nicht schlecht. Tun wir mal nichts weg. Die funktionieren hervorragend, führen sauber zu, rasten sauber ein und passen bei so ziemlich jeder AK. Das hier sind eben die WBP-Modelle, die passen an Kugias, die passen sogar an Zastavas, an Saigas. Das funktioniert wunderbar. Originalkaliber 7.62x39. Jetzt könnt ihr aber sehen, kurzes Stummelchen. Ihr wisst, wie man eine AK nachlädt. Wenn nicht, würde ich euch bitten, klickt mal auf den Link und schaut euch mal die Bedienung der AK-47 an und natürlich den entsprechenden Derivaten. Die Magazinzufuhr ist bei den Waffen sehr, sehr ähnlich. Bevor wir jetzt allerdings kurz rumfummeln, natürlich Sicherheitscheck. Blick ins Patronenlager. Dieses ist frei, wir schlagen ab. Sicherheit ist hergestellt. Nun zum Magazin. Es ist nicht wie bei der AR, dass wir das Ding hier einfach unten reinstecken können und es ist cool und es passt. Sondern wir müssen das Ding hier vorne einklipsen und nach hinten einrasten. Also wirklich schräg rein, nach hinten rauf. Das ist natürlich mit dem kurzen Magazin ein bisschen blöd. Ja, ihr könnt sehen, das ist wirklich dann schon mit der halben Grifffläche nur noch zu packen, wenn ihr da irgendwie vernünftig ran wollt. Das ist nicht so geil. Und jetzt stellt euch das vor, dass dieses Magazin in eurer Chest-Rig sitzt. Oder irgendwo hinten an der Hüfte an eurer Mag-Pouch. Ihr kommt einfach nicht mehr hin. Das heißt, dann haben wir das Magazin, wenn es blöd läuft, irgendwie nur mit zwei Fingern und dann seid ihr da irgendwie am Rumfummeln. Das funktioniert nicht. Also hat A-Precision mal wieder gesagt, wir bauen die Grifferweiterung der AR-15 auch für die AK-Magazine. Und das schaut folgendermaßen aus. Wenn ihr mein altes Video zur AR-15 kennt, dann seht ihr schon auf den ersten Blick, die Verpackung hat sich geändert. Deutlich schöner. Ist jetzt nicht mehr der kleine Plastiksack mit diesen dran getackerten Pappkärtchen, sondern jetzt ist hier wirklich ein schönes Design am Start. Die Werbeslogans sind die gleichen geblieben. Werkzeuglose Montage, maximaler Grip, maximale Performance, exakte Passform. Das sind nicht nur irgendwelche Floskeln, sondern, das könnte man glauben, das ist bei A-Precision auch wirklich Programm. Das Zeug ist super designt. Ich hatte sogar noch weit vor euch ein Vorserienmuster zum Testen. Da hat unten der Magazinboden leider nicht ganz gepasst. Das war, wie gesagt, einfach nur ein Prototyp. Trotzdem war das Ding von der Performance super. Keine Brüche, nichts verdellt. Das Teil ist wirklich robust und macht genau, was es soll. Ich kann die Magazine wieder ordentlich anpacken. Dann machen wir kurz auf. Und so sieht das gute Stück aus. Erinnert uns von der Bauform natürlich sehr an das Teil von der AR-15. Und das Schöne an diesem Konstrukt ist, dass es vom bestehenden Magpul P-Mag nichts verschwendet. Das heißt, wir ziehen hier genau wie bei der AR-15 vom AK-Magazin die Bodenplatte runter, halten mit beiden Fingern die Feder gedrückt, schieben das Ding einfach nur drauf und nehmen die übrig gebliebene Bodenplatte vom Magpul-Magazin und schieben es einfach nur über die Grifferweiterung drüber. Und schon haben wir alle Teile wieder verbaut. Das Ding ist jederzeit demontierbar, somit zerlegbar, zu reinigen. Wunderbar. Und dann haben wir jetzt plötzlich hier ein Magazin, das von der Länge her fast wieder einem Originalen ähnelt. Es ist nur ein bisschen kürzer. Für die Ergonomie macht es aber keinen Unterschied. Wie der Zusammenbau genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt hier kurz in dieser Montage an.
Nachdem wir das jetzt hinter uns gebracht haben, können wir uns auch von diesem Anblick verabschieden. Das kurze Magazin ist jetzt passé. Herzlich willkommen bei den normalen Leuten. Nein, die Waffe ist nicht geschrumpft. Wir haben es hier mit einer komplett neuen Waffe zu tun. Dazu gibt es schon bereits ein Schussvideo. Das Review zur WBP Mini Jack von MGB Strategic folgt bald auf dem Fuße. Stay tuned und schaut mal bei meinem Kanal vorbei. Als erstes machen wir jetzt natürlich kurz wieder einen Sicherheitscheck. Dazu nehmen wir das Magazin kurz raus. Blickfrei ins Patronenlager. Wunderbare Sache. Wir schlagen ab. Sicherheit ist hergestellt. Und jetzt schaut das Thema wieder ganz anders aus. Ich kann das Ding nun richtig anpacken. Ich habe Hebel zum Einsetzen des Magazins. Ich habe Hebel zum Rausziehen des Magazins. Das Ding steckt jetzt nicht mehr komplett in der Tasche, sondern die Grifferweiterung steht schön weit raus, dass ich es auch oben packen kann, irgendwo rausziehen kann, an meiner Hüfte, von der Brust, völlig egal wo. Und das ist jetzt eben das Schöne. Durch die Kontrolle des Magazins kann ich das Ding jetzt wieder schnell laden, schnell entladen, zuverlässig wieder in die Waffe einführen. Immer wieder, immer wieder. Bei der AK ist es eine Gewohnheits- und auch eine Übungssache. Du kannst die Magazine natürlich auch leicht und schnell hier falsch einsetzen. Dann fallen sie trotzdem nicht raus, aber das Magazin würde nicht zuführen. Du musst das Nachladen einer AK schon üben, damit du das kannst. Aber mit den Langmagazinen ist es jetzt wieder deutlich, deutlich einfacher. Ich kann anfassen, ich habe die Kontrolle. Ich kann auch im Schuss wunderbar schön die Hand auch wieder großflächiger ans Magazin bringen. Für die Leute, die es gern mögen. Im Schuss, ja, letzter Schuss, klick, kein Bumm. Also, Magazin raus, neues Magazin, sauber ansetzen, einrasten lassen, durchladen und wieder im Ziel. Mit einem kurzen Magazin ging es bei Weitem nicht so schön. Du kannst sogar wieder so alte Scherze machen, die früher nur mit einem langen Magazin gingen. Total geil, funktioniert hervorragend. Und das ist eben der Punkt. Mit diesem langen AK-Magazin kann man jetzt endlich wieder vernünftig umgehen, vernünftig manipulieren, dank dem Griff von A-Precision. Die Grifferweiterungen sind wieder aus dem gleichen Hochzellmaterial gefertigt wie die Grifferweiterungen der AR-15. Das heißt, der Materialmix ähnelt sehr stark dem originalen Magpul-Magazin. Somit kein Brechen unter Belastung. Ihr könnt es in den Schussvideos sehen. Die Dinger fallen runter. Ich gehe mit den Dingern nicht pfleglich um. Funktioniert perfekt. Genau das möchte ich. Die fallen in Dreck, die fallen in Sand, die fallen in Matsch, die fallen auf Beton. Was ihr wollt, das funktioniert und überlebt ziemlich gut. Der Preis dieser Grifferweiterungen ist meiner Meinung nach äußerst fair. Viele haben eben Magpul-Magazine. Um die nun wieder vernünftig nutzen zu können, 20, 25 Euro zu investieren, ist meiner Meinung nach kein großer Act für den Mehrwert. Das ist, was ich euch sagen kann. Jetzt kann man diese Späße hier wieder ordentlich manipulieren. Gilt auch für die große. Weg mit diesem kleinen Dreck da. Wir wollen die großen Magazine haben. Und nun ist das ganze Thema einfach wieder deutlich intuitiver. Und das ist das Stichwort, intuitiver. Die AK lebt eben von jedem kleinen bisschen an Bedienplus, da nicht wieder bei der AR einfach rauszieht und reinklatscht, sondern hier müssen die Handgriffe sitzen. Die Waffe lebt davon. Jedes kleine Bedienplus ist ein riesen Benefit für die AK. In diesem Sinne, hoffe, dieses kurze Vorstellungsvideo zum A-Grip hat euch gefallen. Wie immer auf meinem Kanal, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.